Knieschmalz wünschte sich ein Video von Akino aus Highschool DxD gegen Albedo, einer der Hauptcharaktere aus Overlord. Genau darum geht es auch in diesem Video. Außerdem wird das wieder eine Art von Versus sein, wie beim letzten Mal von Lord 1 gegen Kirito aus SAO. Viel Spaß! So ein Crossover-Versus, sprich zwei Charaktere aus unterschiedlichen Serien gegeneinander antreten zu lassen, ist ehrlich gesagt gar nicht mal so leicht zu erstellen bzw. zu machen. Zum Anfang würde ich mal sagen, weil wir darüber insgesamt sehr viele Informationen haben, würden wir Akino in das Yggdrasil-System einordnen, so ähnlich wie bei Kirito gegen Einzelgun, dass wir Kirito dort eingeordnet haben. Und obwohl ich ehrlich gesagt nicht gerade glaube, dass Akino auf Level 100 wäre, wenn ich mir so sie in der Serie angucke, würde ich sie trotzdem für diesen Kampf auf Level 100 einordnen, aus dem Grund, weil es sonst nicht gerade fair wäre, weil Albedo ja auf Level 100 ist. Es wäre außerdem nur fair zu sagen, wenn beide ihr Standard-Equipment dabei haben. Allerdings sagen wir, dass Albedo nicht ihr World-Item bekommt, sondern nur eine normale Axt, welche vom Stärke-Level ungefähr gleich ist, allerdings nicht so overpowered ist wie ein World-Item. Jetzt kommen wir allerdings zu der Charakterbeschreibung bzw. wie überhaupt die Charaktere von denen aufgebaut sind. Bei Albedo geht das eigentlich ganz schnell, sie ist ein rein defensiver Charakter. Allerdings ist ihr physischer Nahkampf auch ziemlich hoch, also sie ist eigentlich nur ein Tank. Mit hohem physischen Angriff, allerdings alles auf magischer Ebene, ist sie ziemlich schlecht im Schaden gesehen. Sie kann eigentlich nur ziemlich viel aushalten, um versuchen, in den Gegner quasi in den Nahkampf zu kommen, um dort sehr viel Schaden zuzufügen. Ansonsten kann Albedo relativ wenig im Nahkampf. Albedo selbst beherrscht allerdings noch sehr starke defensive Fähigkeiten, wie zum Beispiel, wenn man sie im Nahkampf mit irgendetwas schlägt von deinem Körper, zum Beispiel deine Faust oder trittst, dann kriegst du auch mit Schaden, das ist so ähnlich wie Dornen bei Minecraft-Rüstung. Albedo selbst hat die Fähigkeit, dass sie dreimal pro Tag einmal einen gewissen Angriff oder generelle Attacke nehmen kann und diesen gesamten Schaden komplett auf ihre Rüstung legen kann. Das bedeutet auch den stärksten Zauber, solange dieser normalen Schaden zufügt und keine zum Beispiel Statuseffekte. Das ist eine unfassbar mächtige Fähigkeit. Und deswegen hat ihre Rüstung auch drei Schichten. Und sollten alle Schichten dieser Rüstung gebrochen sein, hat sie einen sehr großen Nachteil, aus dem einfachen Grund, weil sie nicht mehr ansatzweise so gut verteidigen kann bzw. nicht mehr die gleiche Defensive hat. Allerdings ist das mehr als Segen als ein Fluch. Während Albedo ein Charakter ist, der sehr stark auf Defensive und den physischen Nahkampf spezialisiert ist, ist Akino genau das Gegenteil. Sie ist ein magischer Damage Dealer, sprich eine Glaskanone. Akino selbst macht sehr vielen magischen Schaden, meistens zumindest in Form von Blitzen oder generell elementarischen Schaden. Allerdings, was ich selber sehr oft beobachtet habe, sie hält so gut wie gar nichts aus innerhalb eines Kampfes. Meistens geht sie nach ein oder zwei sehr starken Treffern meistens schon zu Boden. Deshalb würde ich zu den Stats von Akino sagen, dass sie zwar extrem hohen magischen Schaden hat, dafür allerdings so gut wie gar keine, zumindest relativ schwache Verteidigung hat in zum Beispiel physischer und magischer Defensive. Dennoch würde ich ihre HP auf das obere, jetzt mal Hälfte setzen, also nicht gerade schwache HP, dafür allerdings auch nicht komplett overmaxte HP. Weiterhin würde ich zu Akino sagen, dass ihre Geschwindigkeit eher mittelmäßig ist, dafür allerdings ihre MP extrem hoch ist, so ähnlich wie bei zum Beispiel, jetzt mal Nabral Gamma, sie ist sogar ein sehr gutes Beispiel dafür. Denn wie ich mir so zum Beispiel Akinos Charakter innerhalb von Yggdrasil vorstellen würde, dass sie eigentlich das gleiche wäre wie Nabral Gamma, nur mit anderen Klassen und ein höheres Level, also zumindest für dieses Versus ein höheres Level. Zwischen Nabral und Akino gibt es sogar einige Gemeinsamkeiten, das offensichtlichste zuerst, nämlich die Nutzung von Blitzmagie. Nämlich Nabral Gamma ist wohl der einzigste Charakter, dem wir wirklich am meisten Blitzmagie innerhalb von Overlord benutzen sehen. Und Akino ist folgedessen auch in Highschool DxD die einzige Person, die wirklich so stark in dem Sinne Blitzmagie selber verwendet. Aus dem Grund, weil es so viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen diesen beiden Charakteren auf den Kampf bezogen natürlich, werde ich nur die Stats, nicht die Klassen, nur die Stats von Nabral Gamma nur erhöht für Akino verwenden für diesen Kampf. Das bedeutet, wenn Nabral nicht nur auf ihr jetzigen Level wäre, sondern auf Level 100, wären es 1:1 die Stats, meiner Meinung nach zumindest, wie sie Akino eigentlich hätte, wenn sie in Yggdrasil wäre. Bei ihren Klassen sieht das ganz anders aus, da ist es etwas schwieriger festzulegen, was sie eigentlich hat, und ich kann nicht einfach das gleiche von Nabral nehmen, weil es im Grundeffekt eigentlich noch zwei andere separierte Personen sind. Ihre Rasse wäre ganz klar heteromorph, das kann ich sogar mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, weil sie ist ja ein Halbdämon, die andere Hälfte davon, also ein gefallener Engel, gibt es leider nicht in Yggdrasil, zumindest nicht nach meinem Wissen, und deswegen würde ich einfach mal die Rassenklasse eines Dämons geben. Außerdem noch insgesamt sogar einige Level in der Klasse Imp. Aus dem einfachen Grund, weil sie ja selber fliegen kann mit ihren Flügeln
und das kann man erst freischalten, wenn man Punkte in der Klasse Imp investiert hat. Ihre Jobklassen sind allerdings eine andere Hausnummer. Hier habe ich sehr wenig Raum zum Spekulieren. Allerdings würde ich ganz klar darauf tippen, dass sie sehr viele Klassen darauf hat, dass sie weiterhin elementarischen Luftschaden macht. So ähnlich wie Nabaral Gamma sind ja insgesamt Level investiert in Elementalist Air. Und diese Fähigkeiten buffen quasi alle ihre Blitzzauber oder generelle Zauber auf das Element Luft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Akeno das quasi genauso hätte, wenn nicht sogar ein bisschen höher gelevelt. Ich persönlich bin mir wirklich extrem unsicher, welche Jobklassen ich überhaupt geben sollte. Allerdings würde ich mal ganz stark darauf tippen, dass sie eigentlich überwiegend nur Jobklassen hätte, welche weiterhin ihren magischen Schaden erhöht und generell dafür sorgt, dass sie zum Beispiel Nebeneffekte machen. Wie zum Beispiel stärkere Blitze, irgendwelche ganz besonders mächtigen Blitze, irgendwelche Blitze, die Paralyse verursachen und so weiter und so fort. An der Stelle allerdings mal gesagt, diese beiden Charaktere überhaupt zu vergleichen ist extrem schwierig, also wenn ich mich hier bei irgendeiner Sache mal vertue, dann tut es mir sehr leid. Aber jetzt gesagt, lasst uns anfangen mit dem Kampf. Zu Beginn denke ich mal, dass Albedo direkt auf Akeno zustürmen würde, weil sie eine Nahkämpferin ist und eigentlich sich es nicht leisten kann, dass sie auf Distanz quasi abgeschossen wird. Akeno ist allerdings überhaupt nicht dumm, sie benutzt dann sofort ihre Flügel, um zu fliegen. Ab da benutzt sie eigentlich nur noch ihre Zauber, um überall Schaden zuzufügen. Ich persönlich denke mal, dass damit allerdings schon Albedo gerechnet hat, denn Albedo ist ja sehr intelligent. Weiterhin würde ich allerdings schätzen, dass Albedo, weil sie wesentlich schneller ist als Akeno, immer versuchen würde, quasi von unten auf sie zuzuspringen und sie dann mit ihrer Axt quasi im Nahkampf zu verletzen. Die Frage ist nur, ob dann auch Akeno ausweichen könnte. Und ich persönlich würde an der Stelle sagen, ja, also es kommt dann immer auf den Angriff an und wie schnell das Albedo dann immer timet und ob überhaupt Akeno eine Zeit zum Reagieren hat, aber ich denke mal, viele dieser Angriffe könnte sie sehr leicht ausweichen. Akeno würde eigentlich nur die ganze Zeit versuchen, mit ihrem Blitzzaubern sehr hohen Schaden zuzufügen, während Albedo immer wieder versucht, in den Nahkampf zu kommen, um ihr dort Schaden zuzufügen und den Rest eigentlich nur hinzuhalten, um diesen gesamten Schaden dann im Anschluss zu tanken. Denn Albedo ist eigentlich nur ein defensiver Charakter, welcher erstellt worden ist, um einige Personen der Gilde einzugehen, eigentlich nur zu verteidigen und generell zu schützen. Wohingegen Akeno eigentlich ein reiner Damage-Dealer ist. Deswegen glaube ich, dass dieser Kampf nicht wirklich abwechslungsreich wäre. Es würden immer wieder die gleichen Strategien angewandt und darauf dann hoffen, dass der Gegner darauf reinfallen würde. Ich persönlich denke, dass dieser Kampf nicht wirklich spannend wäre, dennoch interessant. Ich bin allerdings persönlich davon überzeugt, dass dieser Kampf dadurch entschieden wird, ob zuerst Albedos Defensive nachgibt, beziehungsweise sie keine defensiven Skills und Verteidigungsarten hat, oder ob zuerst Akinos MP ausgeht. Denn ohne Defensive ist Albedo extrem schlecht dabei und ohne MP Akeno ebenfalls. Allerdings, wenn ich mich zwischen diesen beiden Situationen für eine wahrscheinlichere entscheiden müsste, würde ich persönlich sagen, dass es wahrscheinlicher wäre, dass Albedo im Endeffekt sogar verlieren würde. Und das kann ich sogar ansatzweise belegen, denn innerhalb von Nasr gibt es die drei auf Nahkampf spezialisierten Charaktere, Kokutos, Sibas und Albedo. Zwischen denen gibt es eine Art Schere-Stein-Papier-System. Und dabei ist es so, dass Albedo von Kokutos geschlagen wird. Und Kokutos ist eine Glaskanone, das bedeutet, er hat sehr hohen Schaden. Genauso wie Akeno, deswegen bin ich persönlich davon überzeugt, dass die Defensive von Albedo ganz leicht überwunden werden kann, sobald man seinen gesamten Charakter auf Angriff, egal jetzt welche Art, spezialisiert. Und ehrlich gesagt war diese Entscheidung gar nicht so leicht zu treffen, denn ich persönlich mag beide Charaktere sehr gerne, allerdings geht es ja hier nur um die reine Stärke. Aber jetzt am Abschluss gesagt, wie seht ihr das? Findet ihr eigentlich, dass Albedo gewinnen sollte anstatt Akeno? Oder habt ihr ganz eigene Theorien dazu? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr noch weitere Versus-Ideen? Das könnt ihr mir auch sehr gerne kommentieren. Abschließend gesagt, vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Would you, aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Yeah. Oh, yeah.